Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer. Wir berichten heute über die Müglitztalbahn in Sachsen, eine 40 Kilometer lange Strecke von Heidenau an der Elbe nach Altenberg im Erzgebirge. Eine spektakuläre Bahn und eine Bahnlinie, bei der es links und rechts richtige Schätze gibt. Deswegen der Titel dieser Sendung: Schatztruhe Müglitztalbahn. Die Müglitztalbahn zwischen Heidenau und Altenberg. Sie gehört zu den bemerkenswertesten Mittelgebirgsstrecken in Deutschland. Diese Bahn zwischen Elbe und Erzgebirge hat eine wechselvolle Geschichte, wie kaum eine andere Eisenbahnlinie. Dennoch ist sie, außer bei Leuten in der Umgebung und eingefleischten Bahnfans, kaum bekannt. Im Normalfall sind auf der Müglitztalbahn Dieselfahrzeuge im Einsatz. So machen nur ab und zu dampfbespannte Sonderzüge hier Station. Die Eisenbahn im Müglitztal hat ihren ersten Schnaufer 1890 getan. Einer, der wirklich alles über die Bahnlinie weiß, ist Roland Buschan vom MEC Müglitztalbahn Heidenau. Sie ist nur 38 Kilometer lang, verbindet auf den 38 Kilometern sieben Städte miteinander, wenn auch zum Teil recht kleine Städte. Auf ihrer Länge von 38 Kilometer überwindet sie einen Höhenunterschied von 634 Meter. Wenn sie Heidenau verlassen hat, fährt sie durchgängig in den wunderschönen grünen Tal. Grün natürlich im Sommer, im Winter, wenn die Schneeverhältnisse günstig sind, ist es weiß. Von dem Bahnbau selber oder von der Bahntrasse selber ist sehr wenig was zu sehen. Nur die schönen Kunstbauten, die sie unterwegs hat. Alles ist in Grün eingerahmt. Ausgangspunkt ist die Industriestadt Heidenau an der Elbe. Zu Zeiten der Eröffnung hieß der Ort noch Mügeln. Der hatte bereits Bahnanschluss an die 1848 gebaute Hauptbahn Dresden-Pirna. Die Königlich Sächsische Staatseisenbahn hatte die Müglitztalbahn als 750 mm Schmalspurbahn errichtet. Man wollte Kosten sparen, hat aber das Verkehrsaufkommen total unterschätzt. Auf der Bahn sollten in erster Linie Industriegüter transportiert werden. Doch auch die Fahrgäste strömten. 287.000 im ersten Betriebsjahr. Alle größeren Betriebe im Tal verfügten über einen Gleisanschluss. Diese sind heute weitgehend verschwunden, sowie ein Großteil der Industriebetriebe selbst. Erste Station nach Heidenau ist Dohna. 2,5 Kilometer sind zurückgelegt. Hier ist noch eine Postmeilensäule aus dem Jahr 1731 anzutreffen. Ein Überbleibsel aus Zeiten der sächsischen Wegevermessung. Mit der Eröffnung 1890 wurde der Bahnpostbetrieb aufgenommen. Während der Fahrt konnte die Post bearbeitet und am jeweiligen Zielbahnhof abgegeben werden. Die Postkutsche übrigens war noch am Eröffnungstag feierlich beerdigt worden. Zur Strecke. Nach dem Bahnhof Dohna wird das Tal enger und es geht erstmals ein wenig aufwärts. Eine Augenweide ist Schloss Wesenstein, mehr als ein halbes Jahrtausend alt. Dieses imposante Bauwerk wurde auf einem schroffen Felskegel errichtet. Es finden sich dort noch Elemente aus mehreren Epochen. Barock, Rokoko, Renaissance und Biedermeier. Wunderbare Kunstwerke wie diese technischen Kleinode sind hier zu bewundern. Die riesige Schlossanlage birgt Schätze der besonderen Art. Ein Schmuckstück war völlig in Vergessenheit geraten, die Tapete aus Leder von 1720, die Melchinger Goldledertapete. Beredtes Zeugnis der handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten dieser Zeit.
Man entdeckte die Tapete erst 1948 in einem Raum im unteren Schlossbau wieder. Bei den Filmaufnahmen war Petrus nicht immer auf unserer Seite. Doch auch bei schlechtem Wetter ist Schloss samt Park einen Besuch wert. Erst seit den 30er Jahren ist der Park für die Öffentlichkeit zugänglich. Wer seinen Besuch im Schloss auf die Spitze treiben möchte, muss eine ganze Anzahl von Treppen überwinden. Man wird entschädigt mit einem herrlichen Blick in das Müglitztal und auf die gleichnamige Bahn, die seit kurzem mit nagelneuen Fahrzeugen unterwegs ist. Mit den modernen Leichttriebwagen der Baureihe 642 kommt neuer Schwung ins Tal, ähnlich wie vor 110 Jahren, als die Müglitztalbahn, schmalspurig und dampfangetrieben, ihren ersten Pfiff erschallen ließ. In einer Bauzeit von 14 Monaten wurde die Müglitztalbahn errichtet. Die Einweihung war am 17. November 1890. Ein Festtag und ein gesellschaftliches Ereignis. Wer solch eine Einladung erhalten hatte, gehörte zu den bedeutenden Persönlichkeiten. Rasch hat sich die neue Bahn in die Herzen der Menschen gefahren. Am Anfang waren täglich 4 Zugpaare unterwegs. Für die ursprünglich knapp 33 Kilometer lange Strecke benötigte die Bimmelbahn ungefähr 2,5 Stunden. Ja, das Besondere an der Müglitztalbahn ist, dass sie ja 4-mal neu eröffnet worden ist. Sie ist 1890 als Schmalspurbahn in der für Sachsen typischen Spurweite von 57 mm zunächst bis Geising eröffnet worden, wurde dann 1923 bis Altenberg verlängert. 1927 ist sie ja Opfer einer Hochwasserkatastrophe geworden, sodass sie also dann ein halbes Jahr gesperrt wurde, wieder aufgebaut wurde. Das ist also die zweite Eröffnung gewesen. In den 30er Jahren wurde die Müglitztalbahn umgespurt auf Normalspur, was aber nicht einfach ein Umnageln war, sondern die Strecke musste komplett neu oder zum größten Teil neu trassiert werden. Es waren also 5 Tunnelbauten, 92 Brückenbauten notwendig. Dabei wurde erreicht, dass die Strecke hochwassersicher wurde. Und die Deutsche Reichsbahn wollte damit auch ein Zeichen setzen für eine Steigerung der Attraktivität von Nebenbahnen. Alte gute Bimmelbau, Bimmelbummelbim, kreist du schon manches Jahr unterm Eifern hin, kennst du einen alten Reichsbahn, sagt der Rat, frühst man dich mit Hassen an, du alte Bimmelbau. Kunterleite schiebt bitte, Kunterleite schiebt bitte, Kunterleite schiebt bitte, schieb, schieb. Vorne auf der Lokomotiv, es ist nicht auszudenken, stieg mein durch 2 Monzen drauf und kam ein Kurs verlenken. Huse hiebel, Damsch zu ihm mit ihrem dicken Kopf und der Hammer schlägt in Takt. Bis 1895 waren 14 Industriebetriebe durch Zweiggleise mit der Müglitztalbahn verbunden. Die am meisten transportierten Güter waren Braunkohle, Holzstoff, Stroh, Papier, Kaolinerde, Lumpen, Schnittholz und Ziegel. Um die Jahrhundertwende entdeckten die Dresdner Bürger das Müglitztal und die Höhen des Osterzgebirges als Wander- und Ausflugsziel. Wenn man die Station Oberschlottwitz bei Kilometer 16,3 verlassen hat, können Schatzsucher ihre Wünschelrouten auspacken. Die Bahnlinie wird von einer Steinader gekreuzt, die schon für so manche steinige, aber positive Überraschung gesorgt hat. Der Oberschlottwitzer Achatgang. Hier finden sich Steine, die vom Äußeren her völlig unscheinbar aussehen, die sich im Innern aber äußerst edel geben. Im Müglitztal, zum großen Teil entlang der Bahnstrecke, tritt der Oberschlottwitzer Achatgang auch an die Oberfläche. Und durch Verwitterung wird auch immer wieder Gestein abgebrochen und dann in der Müglitz auch weitergetragen, bei Hochwasser bis in die Elbe hinein. Andererseits kann man auch finden auf den Feldern, zum Beispiel Kleinsedlitz, Großsedlitz, wenn tief geflügt wurde, tritt das Gestein dann auch sozusagen an der Oberfläche zutage. Und wenn man Glück hat und ein Auge dafür, kann man sowas auch dort noch finden. Grundsätzlich ist es nicht gestattet, hier auf Schatzsuche zu gehen.
Buddeln darf man keinesfalls, aber gegen ein paar Steinsplitter als Souvenir ist sicherlich nichts einzuwenden, sagen wir einfach mal so. Man kann vom Zug aus einen kurzen Blick auf den Achatgang werfen oder umgekehrt beim Steinesuchen dem Zug nachschauen. Insgesamt durchfährt man zwischen Heidenau und Altenberg 5 Tunnel. Einer, der 292 Meter lange Pilztunnel, liegt am Ortseingang von Glashütte, dem bedeutendsten Ort an der Strecke. In Glashütte machen wir im Laufe des Filmes zweimal Station. Einmal, weil der Ort weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist, zum anderen, weil Glashütte und das ganze Müglitztal eine traurige Berühmtheit erlangt haben. Der 8. Juli 1927. So ähnlich muss es an dem besagten Tag ausgesehen haben. Auch damals stand ein Zug in Glashütte, allerdings wie seinerzeit üblich dampfbespannt. Seit dem Spätnachmittag dieses Sommertages goss es in Strömen. Hochwasser sind hier keine Seltenheit. Bei starken Regenfällen schwellen die Wasserläufe in den engen Tälern schnell an. Aber dieser 8. Juli stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Die Regenmassen hatten im oberen Teil des Tales bereits gewütet. Bahnangestellte von Lauenstein warnten unter Einsatz ihres Lebens den Bahnhof Glashütte vor der anstürmenden Flut. Und die riss dann alles mit, was sich ihr in den Weg stellte. Eine Flutwelle von 4 bis 6 Metern Höhe stürzte ins Tal und hatte die Bahnlinie auf einer Länge von 15 Kilometern ausgelöscht. Loks und Wagen wurden Spielbälle der Wassermassen. Auch die Ortschaften entlang der Strecke ertranken in der Springflut, die Schlamm, Geröll und den Tod mit sich brachte. Mehr als 150 Hochwassertote waren zu beklagen, neben den verheerenden Verwüstungen, wie bewegende Dokumente aus dem Archiv von Ernst Hirsch in Dresden bezeugen. Mehr als ein Vierteljahr lief hier nichts mehr. Die Aufbauarbeiten gestalteten sich ungemein schwierig. Relativ schnell erkannten die Verantwortlichen, dass die Bahn schleunigst neu trassiert werden müsse. Für Regelspur. Ein Jahrzehnt später war die hochwasseranfällige Trasse der Schmalspurbahn verschwunden. Der Verkehr rollte jetzt auf normaler Spur. Lange bevor das Tal der Müglitz durch die Eisenbahn erschlossen war, legte ein Mann den Grundstein für eine der bedeutendsten Fabrikansiedlungen dieser Gegend, Uhrmachermeister Ferdinand Adolf Lange. Er hatte in der Schweiz entdeckt, dass die Bewohner der engen Gebirgstäler wichtige Voraussetzungen für die Uhrenherstellung mitbringen, nämlich eine gewisse Sturheit, gepaart mit Ruhe und Ausgeglichenheit. Und dies sollte auch auf die Menschen im Erzgebirge zutreffen. Es gab für uns den historischen Tag, den 7. Dezember 1845, wo der Ferdinand Adolf Lange mit 15 jungen Leuten, also keinen ausgewachsenen Bergleuten, sondern jungen Leuten, diese Wahnsinnsaufgabe begann, die Fabrikation von Präzisionstaschenuhren. Das war also der Beginn für die Uhrenfabrikation in Glashütte. Ein besonderer Schatz des Museums. Eine Uhr aus den ganz jungen Tagen der Glashütter-Manufaktur. Entscheidende Eigenschaften sind die Konzentrationsfähigkeit, das Augenlicht, die ruhige Hand, ganz einfach die Geduld, das Feeling für das Winzige. Und das Winzige ist im Uhrenmuseum in allen Facetten und Varianten ausgestellt. Keiner hat sie je gezählt, die Anzahl der Uhren, die seit 1845 hier das Laufen gelernt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Firmen in Volkseigentum über. Der Slogan formschön und zeitgemäß. Längst aus der Mode waren Taschenuhren. Seit den 30er Jahren trugen Mann und Frau die Uhr am Arm. Aber ganz ausgestorben ist der Taschenchronometer bis heute nicht. Seit über 100 Jahren können die Glashütter Uhrmacher zur Entspannung den Zügen zuschauen. Vorausgesetzt, das Fenster in der Firma zeigt zum Bahnhof.
Nach der Wende ist die Uhrenindustrie in Glashütte wieder in private Hände übergegangen. Auf dem Markt ist man erneut eine feste Größe. Im Hochpreissektor. Handarbeit ist nun mal teuer. Doch die Kapitalgeber wissen dies zu schätzen. Vor kurzem ist der Glashütter Uhrenbetrieb von Swatch übernommen worden. Die Promis reißen sich um die Kostbarkeiten aus der Uhrenschatztruhe. Gottschalks Armbanduhr kommt aus Glashütte, die von Michael Jackson und Claudia Schiffer auch. Selbst der Papst besitzt einen Zeitmesser aus dem Müglitztal. Dieselloks noch unterwegs waren, dauerte die Fahrt 1 Stunde und 5 Minuten. Dank der neuen Signal- und Sicherungstechnik ist die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 70 Stundenkilometer gesteigert worden. Fahrzeit jetzt nur noch 55 Minuten. Zu den Schmalspurzeiten schlich das Bähnchen förmlich ins Gebirge. Mehr als 2 Stunden brauchte es. Als nächstes suchen wir nach bahnhistorischen Schätzen. Nach Erinnerungsstücken an die Schmalspurzeit. Überbleibsel sind tatsächlich bis heute erhalten. Einige allerdings sehr versteckt. Das ist eine alte Stahlträgerbrücke aus der Kleinbahnzeit. Offensichtlich von 1890. Die Eichenschwelle ist auch noch als Auflage vorhanden. Und vor 15 Jahren konnte man doch den Schriftzug lesen. Wo die letzte Untersuchung gemacht worden ist, offenbar der letzte Anstrich. Das war 1925, ist noch ganz schwach erkennbar hier. Der Umbau am Ufer der Müglitz war überfällig. Er begann im Jahre 1935 und war das größte Bahnbauprogramm der Reichsbahn in diesen Jahren. Längst war die kleine Bimmelbahn an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Hinzu kam, dass die Unfälle auf den niveaugleichen Bahnübergängen zunahmen. Scheuende Pferde vor Fuhrwerken und Zusammenstöße mit Kraftfahrzeugen waren an der Tagesordnung. Ein besonderes Dokument vom 10. Juni 1937. Der letzte Unfall der Schmalspurbahn im Müglitztal. Die neue Bahn hat man im April 39 dem Verkehr übergeben, formlos. Weil nach einem Felssturz verspätet. Und das Interessante bei diesem gesamten Umbau ist, dass es also damals bei der Deutschen Reichsbahn keine geeignete Lokomotive gab und auch keine geeigneten Wagen. Sodass also speziell für diese Umspurung der Müglitztalbahn die Baureihe 84 entwickelt werden musste, die ja mit ihren Schwarzkopf-Eckert-Lenkgestellen Gleisradien bis 85 Meter anstandslos durchfahren konnten und eben die Mitteleinstiegswagen der Bauart Altenberg, die sich also durch für die damalige Zeit doch revolutionäre Neuerungen auszeichneten, sind also in Leichtbauweise durchgängig geschweißt, hergestellt, durch die Schiebetüren sehr großes, sehr schnelles Ein- und Aussteigen möglich, hoher Sitzkomfort. Und das Besondere waren die Schneeschuhhalterungen, die in den Endräumen angebracht waren, damit also die Reisenden ihre Skier bequem hier nach Altenberg bringen konnten. Hightech Ende der 30er Jahre. Die nagelneuen Altenberger Wagen, gezogen von einer Lok der Baureihe 84. Diese Baureihe tat nur ein paar Jahre hier Dienst. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Loks beschädigt und 1968 fuhr die letzte 84er zum Schneidbrenner. Nur auf Zelluloid blieben diese Dampfresser lebendig. Die Dampfzeit auf der Müglitztalbahn endete in den späten 60er Jahren. Damals waren Loks der Baureihen 86 und 50 im Einsatz, wie auf dieser Sonderfahrt im Sommer 2000. Der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde veranstaltet mehrmals im Jahr Dampfsonderfahrten durch das Müglitztal. Eisenbahnnostalgie pur. Das Wasserhaus in Bärenstein. Ein weiteres Schmuckstück der Schatztruhe Müglitztalbahn,
denn Bauten dieser Art aus der Gründungszeit der Bahn um 1890 sind beinahe ausgestorben. Wir gehen jetzt noch einmal in die Nachkriegszeit zurück und erinnern an ein schweres Eisenbahnunglück. Am 6. Oktober 1945 verunglückte hier im Einschnitt ein sogenannter Räumungszug. Sehr, sehr schwer. Eigentlich war es ein furchtbares Eisenbahnunglück mit Totalschaden und der 1er Trümmerhaufen. An dem Tag wurde ein aus 18 Wagen bestehender Zug mit der Baureihe 64, Loknummer 166, abgefahren. Vor dem Lokführer stand die schwierige Aufgabe, die 5 Kilometer lange Strecke, die immerhin ein Gefälle hat von 169 Meter, zu durchfahren. Es war damals neblig, feucht und Sie müssen sich vorstellen, der Oktober. Sie fahren hier durch den Wald, die Blätter fallen runter, also die Schienen, die Gleisanlagen, die waren glitschig. Und der Lokführer hat es leider nicht halten können, den Zug. Der Zug, der eine Fahrzeit normalerweise im Plan für 18 Minuten hat, der war in 5 Minuten hier unten. Und die Lok ist hier regelleer ausgegleist, weggekippt wegen zu hoher Geschwindigkeit. Sie haben ja immerhin hier ein Gefälle von 1 zu 30 und einen Radius von 140 Metern. Der durfte nur mit 35 Stundenkilometer maximal durchfahren werden. Und alle Wagen dann hinten drauf. Es ist bemerkenswert, dass es von diesem Unglück überhaupt Bilder gibt. Denn Transporte dieser Art waren Geheimsache. Und Unglücke wurden ohne dies von den Besatzern verschwiegen. Der Zug im Bild hinten war übrigens ein Rettungszug. Aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Seit Mitte Oktober 2000 sind die roten Flitzer des Typs Regio Sprinter 2 unterwegs. Ein Hoffnungsträger, modern, schnell und komfortabel. Mit Sitzplätzen für 120 Fahrgäste. Weniger als eine Stunde braucht er für die Fahrt durch das Müglitztal. Vom neuen Zug ins alte Schloss nach Lauenstein. Eine Fahrtunterbrechung ist hier ein Muss, denn im Museum gibt es Einmaliges zu bewundern. Postmeilensäulen aus dem 18. Jahrhundert als anschauliche Modelle. Die reichlich verzierten Distanzsäulen standen in den Ortschaften. An des Wegesrändern wurde jede Viertelmeile von einem bestimmten Säulentyp angezeigt. Eine sächsische Meile misst ungefähr 9 Kilometer. Bleibende Verdienste in der Landvermessung hat sich der Geograf Adam Friedrich Zürner erworben. August der Starke hat also Adam Friedrich Zürner beauftragt, Kursachsen zu vermessen, was die Voraussetzung dafür war, überhaupt Postmeilensäulen errichten zu lassen. Zürner hatte dazu eine Messkutsche konstruiert und eine Messkarre konstruiert. Mit dieser Kutsche konnte er größere Entfernungen zurücklegen und größere Entfernungen messen. Und für kürzere Strecken gab es diese Messkarre. Und diese Messkarre haben wir mal nachgebaut, da es in Deutschland wohl kein Museum mehr gibt, das noch so eine Messkarre besitzt. Und mit dieser Karre, die funktioniert auch, ist ein Messinstrument obendrauf, mit dem man also die Entfernung in Dresdner Routen da messen konnte. Eine Route war ungefähr 4,53 Meter, 72 Zentimeter der Raddurchmesser des Karrens. Das heißt, eine Umdrehung sind 2,26 Meter und zwei Umdrehungen eine Dresdner Route. Genial! Und welche Bezeichnung rührt von der Messkutsche und dem daraufliegenden Messkarren her? Richtig, das fünfte Rad am Wagen. Vor 3 Jahren schien die Müglitztalbahn noch das fünfte Rad am Wagen der DB-Planungen zu sein. Die Strecke lag da nieder, der Gleiskörper marode, die Fahrzeuge heruntergekommen, die Fahrgastzahlen rückläufig, der Güterverkehr eingestellt. Und eine millionenteure Sanierung stand an. Dann gab der Verkehrsverbund Oberelbe eine Bestandsgarantie von 20 Jahren. Die Strecke wurde komplett saniert und jetzt scheint die Zukunft rosarot mit Unterstützung von allen Seiten. Der Förderverein für die Müglitztalbahn, der versteht sich in erster Linie als Bindeglied zwischen der Bahn AG, dem Verkehrsverbund, als diejenigen Unternehmen, die den Personenverkehr hier durchführen und den Fahrgästen und der Region. Wir wollen also vermitteln, wir wollen dazu beitragen, die Strecke attraktiver zu machen, damit also die Fahrgastzahlen gesteigert werden können, damit die Müglitztalbahn dauerhaft erhalten werden kann.
Die roten Regiosprinter 2 sind jetzt Alltag im Müglitztal. Lokbespannte Züge nur noch Erinnerung und keiner ist traurig, dass sie nicht mehr fahren. Drei Triebwagen dieser Art sind jetzt auf der Müglitztalbahn unterwegs. Eine Garnitur kostet etwa 3,6 Millionen Mark, wobei der Freistaat Sachsen einen Großteil der Finanzierung übernommen hat. Es wäre auch ein Schildbürgerstreich der besonderen Art, wenn man diese Strecke aufgegeben hätte. Es wird sich bald zeigen, dass die Investitionen richtig waren. Die Fahrgäste werden vermehrt die neue Bahn benutzen. Die Endstation der Müglitztalbahn ist seit 1923 Altenberg. Ein Wintersportort mit einer jahrhundertealten Bergbautradition und einer einmaligen Erinnerung an den Bergbau, die Pinge. Ein Krater, der im 18. Jahrhundert entstanden ist, hervorgerufen durch den Einsturz eines schlecht gesicherten Stollensystems. Heute ist die Pinge ein Naturdenkmal. Der Bergbau geht in dieser Region zurück bis ins 15. Jahrhundert. Er endete kurz nach der Wende. Die Erinnerung an den Bergbau wird im Besucherbergwerk im Altenberger Ortsteil Zinnwald wachgehalten. Irgendwann in der Vergangenheit ist hier unterirdisch ein Kuriosum entstanden, das auch heute noch Bestand hat. Wir stehen also hier an einer Besonderheit des Zinnwalder Bergbaus, nämlich an der Staatsgrenze unter Tage in fast 80 Metern Tiefe. Und vor uns befindet sich ein großer alter Abbauhohlraum, die sogenannte Schwarzwälder Weitung. Dieser Abbauhohlraum ist entstanden durch eine Grenzüberbauung. Das heißt, sächsische Bergleute haben mal hier von der sächsischen Seite Erz abgebaut. Und durch diesen Abbau ist ein gewaltig großer Hohlraum entstanden. Und der führte aber über den eigentlichen Grenzverlauf hinweg. Darf man hier jetzt über die Grenze drüber oder geht es nicht? Ja, juristisch ist das nicht möglich. Also dieses Geländer zeigt den Grenzverlauf, wie er auch über Tage festgelegt worden ist. Und diese Grenzschilder links und rechts weisen eindeutig darauf hin, hier ist für uns Schluss, weiter dürfen wir nicht. So, alle wieder in der Reihe. Alles Wichtige über den Bergbau in und um Zinnwald erfährt man beim unterirdischen Rundgang in knapp 2 Stunden. Feste Schuhe mitbringen, Helm, Jacke und Licht bekommt man gestellt. Und der Fahrgast hat in Altenberg Zugmeldung, wird der Zug 1761 angenommen. Zug 1761 mit Befehl C, voraussichtlich ab 23. Das ist richtig, dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend. Macht's gut. Ja. Ja. Für die Müglitztalbahn ist zum Glück nicht Feierabend. Über 1300 Passagiere täglich fahren mit der Bahn. 2000 sind das Fernziel. Vielleicht gehören Sie auch bald dazu, liebe Zuschauer. Die Müglitztalbahn und ihre Schätze erwarten Sie.